herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und Epic, wir haben heute wieder Dschungelbäume über unseren Kopf. Das bedeutet, wir haben einen weiteren Tag hier im Dschungel. Und beim letzten Mal ist ganz schön viel passiert. Unter anderem haben wir einen GPS-Melder erhalten, der an das Telefon verlinkt ist, welches wir Rufus gegeben haben. Also, wir sollten generell erstmal nochmal nach Hause gehen, um zu schauen, ob wir vielleicht nochmal eine andere Nachricht bekommen haben. Denn wir haben ja eine Videonachricht erhalten und ich merke schon, es wird sich wieder mal ausgebreitet anscheinend. Stimmt. Hier wurden weitere Brücken gebaut. Hier wurde sogar viel irgendwie miteinander verbunden. Ja, wir haben ja immer noch irgendwie das Gefühl, dass sie viel über Bäume wahrscheinlich laufen, viel so ein bisschen da irgendwie was machen. Ich habe keine Ahnung. Wir wissen immer noch nicht, wer die sind, wie die heißen, wie die aussehen. Wir wissen nur, die sind hier irgendwo und gehen die ganze Zeit irgendwas hinbauen. Die haben einen neuen Aussichtsturm hier. Tatsächlich, mit einem Feuer oben sogar drin. Oha, oh mein Gott, sollten wir da hoch? Wasser. Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Was ist denn hier das los? Hier auch wird alles neu zugebaut. Guck mal, oha, schau dir mal die Brücke an. Vor uns. Oh. Die ist mitten vor unserem, ja, vor unserer Base eigentlich. Tatsächlich. Oh, ich weiß nicht. Oh, das sind auch Kanonen mal wieder. Zur Erinnerung, wir sind ja auch mit unserem Baumhaus abgeschossen worden. Wir sind zwar nicht gerade da an dem Tag gewesen. Ist der neu? Es sieht alles ein bisschen gruselig aus hier. Ich habe immer das Gefühl, die wollen so ein bisschen uns Angst machen, oder? Ich glaube auch tatsächlich. Oh Mann. Ja, lass lieber schnell nach Hause. Und dann gucken wir mal, ob die Videonachricht noch da ist. Die wurde ja auch von denen dahingestellt. Das heißt, sie wissen ja auch, wo wir wohnen. Ist auch eine super Sache. Wie kommen wir denn jetzt wieder zu uns hier? Hier rüber? Boah, ja, das ist ja voll der Umweg. Oh Mann, ja. Also, wenn wir sie jetzt irgendwo hören, also durch den GPS-Tracker, dann wissen wir, die sind in der Nähe und hier ist immer noch George. Oh mein Gott. Ich habe ihn mir immer noch ganz anders vorgestellt. Ja. Ich würde sagen, können wir das hier irgendwie ausmachen? Dann sehen wir, das sieht irgendwie so traurig aus. Moment. Kann ich das hier so... Ah, perfekt. Oh, ja. Okay. Sehr gut. Das ist aus und dann haben wir hier unseren GPS-Melder. Ansonsten ist jetzt hier nichts Neues dazugekommen. Wir können auch nochmal hier hinten schauen. Hier haben wir auch noch einen Ausgang. Aber nein, ich glaube, hier wurde nicht gebaut. Mm-mm. Vielleicht wurde auch was im... Was sind das hier? Nie ohne Süden. Im Süden, wenn da der Norden von denen ist, ist da der Süden. Ja. Ich glaube, da wurde nichts gebaut. Und im Westen nie ohne Seife waschen. Im Westen glaube ich auch nicht. So, also Epic. Bist du bereit, die anderen zu suchen? Ja. Ich bin sehr bereit. Gut. Das heißt, wir werden nochmal jeden Abschnitt abklappern, gucken, ob wir irgendwo ein Signal bekommen. Natürlich bekommen wir auch nur das Signal von demjenigen, der das Handy oder das Telefon mit sich trägt, also nicht von allen. Wir müssen da schon ein bisschen Glück haben, aber natürlich kann es sein, dass genau die Person oder das Wesen, I don't know, hier rumläuft und wir können es entdecken. Wo wollen wir zuerst lang? Das stimmt. Vielleicht gehen wir tatsächlich, soweit es geht, Richtung Norden. Ja, wollen wir auch nochmal bei uns da am Baumhaus vorbeischauen? Oh ja, das ist eine gute Idee. Wir müssen aber so doll gut aufpassen. Hast du eine Waffe dabei? Ich habe ein Speer dabei auf jeden Fall. Ich auch. Ein Speer. Ich habe diese komische Spitzhacke von denen dabei. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz hier zum Aussichtsturm, Leuchtturm, whatever das ist. Guck, ob es hier piept, aber ich höre... Nix. Okay, ja. Dann lass erstmal zu uns und gucken, ob es da auch was Neues gibt vielleicht. Und natürlich, ob wir sie sehen. Hier gucken wir auch nochmal. Aber Hallo? Nein, kein Ton. Ich weiß auch gar nicht, wie das klingt. Wir müssen richtig auf jeden Fall hören, ob da irgendwas mal kommt von dem Gerät aus. Ja. So, und dann geht's zum Baumhaus. Da waren wir auch ewig lang nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob die das noch benutzen. Da waren ja auch mal Kanonen drauf. Eventuell vielleicht so als... Ja, als Ausguck mal wieder von denen. Das könnte sein. Oh Mann. Hier vorne sehe ich auch niemanden und ich höre nichts. Wir haben da unten noch ein Häuschen. Du hast leider nicht die coole Blätterrüstung. Ich kann einfach runterspringen. Oh. Ich kletter dir hinterher. Dankeschön. Aber ich kann dir eh gleich sagen, ob es hier ein... Moment, wir sind mal leise. Wir sind mal ein bisschen... Weil hier waren wir relativ lange nicht mehr. Stimmt. Nee,
Ich sehe keinen, ich höre nichts. Dann lieber ab in den Norden. Das sind noch die einzigen Optionen, die uns bekannt sind. Wir kennen den Norden bis zu einem gewissen großen Schiff. Ja. Wir wissen nicht, ob der Norden weitergeht. Keine Ahnung. Bin mir nicht ganz sicher. Oh oh. Wir waren ja auch bei den vielen verschiedenen Tempeln. Da könnten die sein. Die könnten aber auch einfach nur auf irgendwelchen Bäumen rumlungern gerade, ne? Das stimmt. Sind die da nicht in der Nähe. Wir können auch die Treppen nehmen. Sein. Also nicht die Treppen, sorry, die Brücken hier. Brücken, ja. Mhm. Wir waren gerade nochmal an Georges altem Haus, da hat aber auch nichts gepiepst. Hier ist auch nichts Neues, außer natürlich diese riesen Brücke. Hey, mit sogar kleiner Sprungeinlage. Und dann haben wir da den ersten Tempel. Oh, wir könnten auch mal bei Rufus altem Zuhause nachsehen, oh, ob da stimmt. Irgendwer ist. Ja, ja, das könnte sein. Ansonsten müssten wir weiter beim Trainingslager schauen. Da könnten wir auch nochmal unten gucken, wo George festgehalten wurde. Ich höre nix, okay. Ich weiß auch nicht, wie nah wir daran müssen, ne? Also vielleicht müssen wir wirklich fast neben denen stehen, damit da irgendwie so ein Geräusch rauskommt. Aber ne, da ist auch nix. Okay. Oh Mann. Oh nee, mich würde es irgendwie voll traurig machen, wenn wir jetzt gar nichts finden würden. Aber ich glaube, wir finden was mit unserem Tracker-Trick. Denkst du? Ja, ich hoffe schon. Vielleicht sind die auch, haben die auch gemerkt, das ist ja gar kein richtiges Smartphone, ne? Also es ist ja nur ein normales Telefon. Oh Mann, ich hoffe, wir finden was. Okay, wir sind jetzt hier wieder bei, ich glaube, der Trainingsstation von denen. Ja. Wollen wir da nochmal runtergehen auch? Vielleicht gibt es da irgendwie... Können wir machen. Ah, die schocken auf. Guck mal, die ganzen neuen Kanonen. Wow, okay. Naja, dann könnte es ja sein, dass jemand hier ist. Ich halte mal den GPS-Melder in der Hand. Aber hier höre ich und sehe ich niemanden. Alles leer. Hier hatten wir ja diese ganzen Potions. Oh, du hast ein paar mitgenommen gehabt, aber nicht viele, oder? Nee. Die sind alle weg. Das sind diese Mutatio-Potions. Oh, tatsächlich. Ich denke, ja, das sind Potions, womit man rote Augen bekommt. Oha. Und hier war George. Oh, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, George könnte ja irgendwo vielleicht einen Hinweis oder einen Zettel irgendwo liegen gelassen haben. Aber wo? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier in den Bücherregalen, da ist auf jeden hier Fall nichts. Nichts. Was ist hier unter dem Teppich eventuell? Oh. So eine Kiste? Aber wahrscheinlich auch nicht, ne? Ah, vielleicht ist es in dem Raum aber auch zu gefährlich gewesen. Könnte sein. Woanders? Hier draußen? Guck dir aber auf jeden Fall mal alles ganz genau nochmal an. Hier haben wir irgendwelche komischen Basen. Hier haben wir wahrscheinlich auch, ist das Teppich? Ah, das sind Blades. Hier ist aber auch nichts. Kannst gerne mit abbauen. Oh Mann. Ich habe was gefunden. Eine Kiste. Oh mein Gott. Okay, warte. Was ist da drin? Da ist eine Nachricht. Aber ich weiß nicht, ob sie schon von George ist. Oh. Wir lesen mal vor. Moment. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich weiß, dass ihr das lesen werdet. Ich glaube, es ist von ihm. Ihr seid hier unten in höchster Gefahr. Ich kenne euren Namen nicht, aber ich schätze euch sehr. Hier müsst ihr aber schleunigst verschwinden. Sie werden euch hier aufsuchen und euch schnappen. Oh. Ich denke, ich werde hier auch nicht mehr lange sein. Sie werden mich woanders hinbringen. Vor mehreren Jahren habe ich eine Festung im Süden von ihnen gefunden. Sucht dort weiter. Der Dschungel ist größer, als ihr denkt. Auf ein baldiges Sehen, George. Im Süden? Was ist denn da Da, wo los? Wir wohnen, deine Nähe. Oh mein Gott. Okay. Aber vielleicht ist es dann doch nicht so eine gute... Ich höre den Tracker. Ich höre den... Moment. Oh, die sind hier in der Nähe. Warte. Bau dich hier irgendwo ein. Schnell. Zu bauen. Wo sind hier die Stone Bricks? Okay, hier. Ich höre den. Moment. Okay. Wir sind jetzt ganz leise, okay? Ja. Und ich höre keine Schritte. Wir sollten gleich mal... Habe ich irgendwie eine Luke oder irgendwas Kleines? Nee, ich habe nichts dabei. Wie könnten wir uns denn mal rausduschen? Vielleicht einfach einen abbauen? Ja, das könnten wir machen. Okay. Ich habe eine Trapdoor. Wir könnten einen Trapdoor platzieren. Oh, das ist aber auch gefährlich. Ja, das ist gefährlich. Ich weiß nicht. Wir können uns auch nach oben bauen. Das stimmt. Und dann vielleicht mal gucken. Ah, warte. Die sind wahrscheinlich ja hier irgendwo im Gang jetzt. Kannst du dich nach oben bauen auch? Perfekt. Okay, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht oben
jemanden sehen können. Aber ich glaube, da unten sind wir auf jeden Fall in der Sackgasse. Das sollten wir nicht riskieren. Hier müssen wir unbedingt jetzt aufpassen. Okay. Oh, yeah, yeah, yeah. Wir gucken mal direkt da hinten, ob da jemand ist. Wenn jetzt aber jemand hier einfach oben ist. Okay, die Falltüren sind auf jeden Fall offen. Ich sehe... Oh Gott, man muss hier richtig aufpassen. Ich sehe Füße, Epic. Oh, oh, ist da jemand? Ich kann ihn nicht sehen. Oh mein Gott, er bewegt sich. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, oh, pass bloß auf. Ich lusche schon mal so... Oh Gott, ich habe nur Füße gesehen bis jetzt. Sie waren riesig. Oh, oh, was ist denn da los? Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich da ein bisschen zu nahe komme, dass er mich sieht. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Oder sie? Oder es? Oder irgendwas? Ich kann gar nicht hingucken. Also ich gucke... Oh, oh mein Gott. Ich habe wieder was gesehen, aber noch nicht den ganzen. Der ist riesig. Oh, da. Oh mein Gott. Okay. Hoch, 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 hoch. Epic, 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 hoch, hoch. Ich habe ihn nicht ganz gesehen, aber da war er auf jeden Fall. Wir sollten uns noch mal ein bisschen verstecken. Vielleicht kommt er raus. Er sucht uns bestimmt. Oh mein Gott. Okay, warte, warte, warte. Ich lusche hier mal drum herum, ob er hochkommt. Ich höre die Tür. Okay, jetzt müssen wir echt leise sein. Pass bloß auf. Ich habe die Nase hier und... Man sollte mich möglichst nicht sehen. Wenn er jetzt hier vorne vorbeiläuft, dann haben wir zum ersten Mal komplette Sicht auf ihn. Oh, ich hoffe, er kommt hier vorbei. Ich höre Speere. Okay, ich sollte ein bisschen hier weiter ranziehen. Oh mein Gott, Epic, siehst du ihn? Der ist riesig. Oh mein Gott, das sind die? Das Was sind ist die, warum sind die da denn? Los? Okay, aber vielleicht ist er auch echt riesig. Vielleicht gibt es auch kleinere, ne? Vielleicht ich ist es bin wie so, ein, so einer von deren Guards. Aber guck mal, die sind ja komplett. Oh. What? Und die haben wir nie gesehen? Was haben die für Rüstung an? Okay, Moment, 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 Moment. Wir gucken mal, was er als nächstes macht. Solange er uns nicht entdeckt, ist alles gut, glaube ich. Aber dass sie sie wirklich mal entdecken durch den GPS-Melder. Okay, ich habe keine Ahnung, wo er jetzt ist. Weißt du, wo er hingelaufen ist? Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Vielleicht oh ist er Richtung Gott. Tempel? Ja, Richtung Tempel. Oh ne, hier ist auch der Weg. Okay, ja, der ist der... Katja! Was? Schau mal über uns! Ist er über uns? Der ist direkt über uns gewesen. Warte, warte, warte. Okay, ich muss leise sein, ich muss leise sein. Ja, warte, was soll ich machen? Ich renne nach links. Hast du das gesehen? Ich weiß nicht, ich hoffe nicht, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Aber wahrscheinlich, natürlich ist er nach oben gegangen. Ah, Epic Damage! Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin getroffen. Ja, ich renne, wir rennen weg, wir rennen weg, wir rennen weg, wir rennen weg, wir rennen, 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 rennen. Rennen nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Oh mein Gott. Wenn er uns gesehen hat, dann ist das nicht so eine gute Sache. Ich glaube, hier oben. Nicht gut. Warte, 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 ich glaube, hier oben müsste gleich wieder irgendwie. Nee, ich glaube, der hat uns jetzt verloren. Okay, das ist gefährlich. Die sind riesig. Wir sind absolut denen unterlegen. Zu 1 Million%. Ich glaube, ich habe ihn da sich bewegen sehen. Ich weiß nicht, ob der das ist. Vielleicht ist es auch nur ein Pilz. Vielleicht werde ich auch ein bisschen paranoid hier. Epic, ich glaube, wir sollten lieber nach Hause. Das stimmt. Vor allem, wenn er jetzt hier rumläuft und er weiß, dass wir hier irgendwo sind. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Lass lieber wieder gehen. Wir rennen hier mal lieber wieder schnell weg. Ich weiß gar nicht, wo sind wir gerade? Ah, das ist bei Rufus gewesen. Okay, lieber wieder nach Hause, ne? Ja, ja, das ist eine gute Idee. Die sind das ja wirklich riesengroß und vor allen Dingen auch sehr stark. Ich finde, die sahen voll mächtig aus. Richtig. Ja. Also, ich weiß nicht. Wahrscheinlich sind es aber auch andere. Also, wahrscheinlich sind es verschiedene. Vielleicht gibt es sie noch in klein. Vielleicht gibt es sie auch noch größer. Wer weiß, ne? Oh, oh, es könnte sein. Aber dass er dich getroffen hat, ist nicht eine gute Sache gewesen. Der weiß, dass wir da waren und das macht mir richtig, richtig Sorgen. Komm, steig mal ein. Wir schwimmen jetzt ganz schnell nach Hause. Angekommen und keiner mehr hinter uns. Okay, also. Wir gehen nach Hause. Wir wissen zwar auch, dass sie uns da auch gesehen haben, aber irgendwie aus einem irgendwelchen Grund lassen sie uns ja hier in Ruhe. Ich weiß nicht warum. Keine das Ahnung. Stimmt. Ich will die nicht nochmal sehen. Mm-mm. Ich dachte, es ist cool, die zu sehen, muss ich sagen. Und ich dachte, die sind dass aber die nicht cool. Die machen mir irgendwie totale Angst und vor allen Dingen sehen die aus, als können wir die nicht bezwingen. Die sind auf einmal der Riesen, dieses Riesenwesen da. Ich weiß immer noch nicht, wie die heißen. Mm-mm. Die sind einfach hochgeklettert. Wie können das die das machen? Stimmt. Ich kann da nicht mal einfach so hochklettern.
Okay, also müssen wir uns auf jeden Fall eine Taktik überlegen, aber wir wissen auf jeden Fall. Oh, wir wissen auch, er hatte das Telefon dabei, ne? Stimmt. Das wäre die einzige Sache gewesen, wo ich sagen müsste, es würde mich interessieren, was er damit macht, aber ich denke, das hätten wir nicht rausgefunden heute. Naja, also, George meinte, wir sollten im Süden weiterschauen. Das wäre dann hier oben, ja, auf unserer Seite tatsächlich, was wir am Anfang ja auch schon ein bisschen angeteasert haben, dass ich eigentlich dachte, dass da nichts ist. Ich habe keine Ahnung, wo hier noch was sein sollte, aber anscheinend müssen wir in die andere Richtung das nächste Mal gehen. Bin Ja. gespannt. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.